haben als Junge Union mit dem ersten digitalen Deutschlandtag gezeigt, dass Politik in der Pandemie keine Pause machen muss. Wir wollen, dass der Zukunftsmodus angeschaltet wird. Der Deutschlandtag in diesem Jahr stand ganz unter dem Zeichen digitale Bildung und neue Arbeitswelt. Dafür haben wir uns heute eingesetzt mit klaren politischen Forderungen. Unser Sneaker-Konservatismus hat einen klaren Kompass, er hat eine klare Haltung. Wer meint, mit höheren Steuern das Land quälen zu können, der muss bei uns mit Widerstand rechnen. Die Junge Union hat mir ganz stark den Rücken gestärkt, hat dieses Ergebnis unter anderem erst möglich gemacht. Nummer 1 in Deutschland bleibt man politisch nicht nur, weil man es schon mal war. Wir müssen die Besten bei uns sein, damit die Besten auch bei uns in dieses Netzwerk hineinkommen. Der Wahlgang ist abgeschlossen. Lieber Tillmann, nimmst du die Wahl zum Bundesvorsitzenden an? Ja, sehr gerne. Wir müssen uns jeden Tag was Neues einfallen lassen. Glückwunsch auch an die JU. Ihr seid auch neue Wege gegangen und habt gezeigt, es geht. Wir haben gezeigt, dass man mit viel Herzblut, viel Leidenschaft und den richtigen technischen Voraussetzungen Politik machen kann, dass wir den ersten Vorstand einer politischen Organisation komplett digital wählen können und dass man eben auch Antragsberatung machen kann. Dass man nicht nur Showveranstaltungen macht, sondern dass man zeigt, dass auch wirklich harte inhaltliche Debatten geführt werden können. Wir haben echte Pionierarbeit geleistet. Ich bin unheimlich stolz auf euch alle, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. In 2021 gehen wir ins Superwahljahr und wir wollen auch weiterhin eine unionsgeführte Bundesregierung in Deutschland stellen. Wir werden eine starke Motivationskampagne und neue digitale Formate bringen. Das zeichnet uns aus, denn wir sind die digitalste und innovativste Jugendorganisation in Europa.